Guck mal, das Hallo. Motorrad. Hallo, ich bin Damon. Graham, ich bin. And you're watching. Blur. Bravo. Hallo, ich bin Dave. Hallo, ich bin Alex. This is Blur and it says Bravo TV. Ausgelassene Stimmung am Nachmittag vor dem Blur-Konzert in Nürnberg. Beim Bravo-Fotoshooting im Maritimhotel posierten die vier britischen Jungs gut gelaunt vor der Kamera. Von Lampenfieber war bei Damon, Dave, Graham und Alex nicht zu spüren. Wenn wir heute auf die Bühne gehen und uns erwarten lasche Fans, geht alles irgendwie automatisch. Wir brauchen uns nicht groß zu engagieren. Aber wenn da ein gutes Gefühl vom Publikum ausgeht, geben wir 100%. We'll give it 100%. Vor allem die Nürnberger Mädchen konnten den Auftritt der vier smarten Jungs kaum erwarten. Voller Begeisterung verrieten sie uns, was an Blur das Besondere ist. Wir lieben Blur, Blur ist toll. Weil die Musik geil ist. Die Hornbrille von Graham ist super. Beim Einlass stürmen die Fans in Richtung Bühne, um der Band möglichst nahe zu sein. Blur sind diese Beliebtheit übrigens nicht von jeher gewöhnt. Um ehrlich zu sein, als wir vor 4 Jahren in der Brixton Academy auftraten, war das Publikum nicht gerade begeistert. Und so ließ ich meine Hose fallen. Doch kaum war dies geschehen, war ich selbst fürchterlich überrascht über das, was ich da getan hatte. Heute braucht sich Damon nicht mehr von seiner Kleidung zu trennen, um auf sich aufmerksam zu machen. Mit erstklassigem Britpop und einer tollen Ausstrahlung verzaubern Blur ihre Fans. Ganz wichtig ist der Band ihre Natürlichkeit. Ich habe Probleme mit Leuten, die es nötig haben, sich mit Statussymbolen zu schmücken. Ich treffe von denen eine Menge, gewöhnlich nachts. Usually at night. Who just bore the shit out of me. Und so setzt sich Blurs aktuelle Single-Auskopplung mit dem Titel Charmless Man auch genau mit diesem Thema und diesen Menschen auseinander. Ich mag die Idee nicht, dass man sich ein super teures Auto kaufen oder super teure Klamotten tragen muss. Ich bin einfach kein Yuppie. Live kommt der Charmless Man bei den Fans gut an, doch auch der Clip zum Song ist nicht ohne. Die vier zeigen hierbei ihren Sinn für Humor. Der Videoclip muss eine Story haben und er darf nur 3 Minuten lang sein. Deswegen ist es wichtiger, einen Blick auf das Thema zu werfen, als einen richtigen Inhalt zu vermitteln. Im Clip von Charmless Man wird ein typischer Yuppie von Blur regelrecht verfolgt und dabei fast in den Wahnsinn getrieben. So ein Video ist wie ein Stück Film. Es braucht keine 4 Bandmitglieder dazu, die grinsen, posieren und versuchen toll, cool und hart auszusehen. Das haben Damon, Graham, Dave und Alex auch nicht nötig. In diesem Clip treffen sie mit britischem Black Humor den Nagel auf den Kopf und lehren den Neureichen das Fürchten. Nur nicht nervös mit der Fernbedienung spielen, denn...